ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo wir über den Charakter eines Muslim sprechen. Und heute reden wir über das Thema Frieden stiften zwischen den Muslimen und zwischen den Menschen. Al-Islahu bayna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Haltet gemeinsam am Seil Allahs fest und geht nicht auseinander. Das heißt, haltet zusammen und stiftet Frieden untereinander. Wa la tafarraqu, und verzeiht euch nicht, streitet nicht miteinander und spaltet euch nicht und trennt euch nicht. Nein, vielmehr sollt ihr zusammenbleiben und Frieden stiften, wenn es Streit gibt, und zusammenhalten und gemeinsam am Koran und an der Sunna und am Islam festhalten, weil das ist das Seil Allahs. Hablullah bedeutet der Koran, die Sunna, der Islam. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Streitet nicht miteinander, denn damit werdet ihr schwach und ihr verliert damit eure Kraft. Warum sind die Muslime heute so schwach? Und warum werden die Muslime von überall angegriffen, massakriert, ausgenutzt und ausgebeutet? Weil die Muslime ihre Kraft verloren haben. Und warum haben sie ihre Kraft verloren? Weil sie schwach geworden sind. Warum sind sie schwach geworden? Weil sie miteinander streiten, weil sie gespalten sind. Gespalten durch Rassismus, gespalten durch Nationalismus, gespalten durch Sekten, gespalten durch Meinungen, gespalten durch Hass und Groll, und die Liste geht noch weiter. Aber wir müssen, wenn wir sowas lesen, wissen, dass wenn Streit entsteht, müssen wir diesen Streit sofort beenden. Wala tanaza'u, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Streitet nicht miteinander. Wenn ihr aber streitet, dann müsst ihr diesen Streit sofort beenden, indem ihr Frieden stiftet zwischen den Muslimen. Indem ihr die Muslime zusammenbringt und zwischen ihnen Gutes bringt und zwischen ihnen Frieden bringt und zwischen ihnen die Liebe bringt. Denn das hält die Muslime zusammen und das bringt den Muslimen Kraft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Wenn du jemanden siehst, wie er Streit mit jemand anderen hat, wenn du Muslime siehst, die Streit miteinander haben, dann kippe nicht noch Benzin ins Feuer, sondern stifte Frieden zwischen ihnen. Bring sie zusammen. Rede mit ihnen. Sprich mit ihnen. Schau, dass du sie zusammenbringst. Schau, dass du zwischen ihnen Frieden stiftest. Schau, dass du zwischen ihnen schlichtest. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Das heißt, schlichtet zwischen euren Brüdern. Genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, egal welcher Nationalität sie angehören. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Das heißt, zum Islam, zum Iman gehört, dass man brüderlich miteinander umgeht. Und dazu gehört, dass man, wenn man Streit miteinander hat, dass man diesen Streit beilegt und dass man zwischen den Brüdern Frieden stiftet. Denn Frieden ist gut. As-sulhu khair, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sulhu khair. Und der Frieden ist khair, ist das Beste, was es überhaupt gibt. Vor allen Dingen der Frieden zwischen den Muslimen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem authentischen Hadith, bei Muslimen überliefert, er sagte, Tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnaini wa yawm al-khamis. Am Montag und am Donnerstag, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werden die Tore des Paradieses geöffnet. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Jedem Muslim, jedem Diener, jedem Muslim wird vergeben, der nicht Allah irgendwas beigesellt. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَا. Außer ein Mann, der mit seinem muslimischen Bruder einen Streit hat. فَيُقَالْ, dann wird gesagt, أَنْذِرُ هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Lass diese beiden, bis sie sich vertragen. Anziru hadaini
hatta yastaliha. Lass diese beiden, bis sie sich vertragen. Und dann sagte er noch mal ein drittes Mal, lass diese beiden, bis sie sich miteinander vertragen. Dieser Hadith zeigt uns, dass wenn man Streit mit einer anderen Person hat, wenn man Streit mit einem Muslim hat, dass es dazu führen kann, dass Allah einem die Sünden nicht vergibt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, lass sie. Lass diese beiden die Streit miteinander haben, bis sie sich vertragen. Und deswegen gehört auch zum Friedenstiften dazu, dass man auch selber Frieden stiftet. Das heißt, dass man selber demjenigen sagt, mit dem man Streit hat, Bruder, Schwester, lass uns bitte Frieden miteinander haben. Lass uns bitte diesen Streit belegen. Lass uns miteinander vertragen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, bis die beiden sich vertragen. Solange sie nicht vertragen, solange sie nicht miteinander gut sind, kann es sein, dass sie ihre Sünden nicht vergeben bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Friedenstiften eine Spende ist. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bayna ithnaini sadaqa. Wenn du zwischen zwei, die Streit haben, Frieden stiftest, dann ist das eine Anbetung, eine Sadaqa, eine Spende bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei Bukhari Muslim überliefert. Er sagte, wenn du Frieden stiftest zwischen Zweien, die Streit miteinander haben, dann ist es eine Spende bei Allah. Das heißt, eine Anbetung bei Allah, für die du belohnt wirst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem anderen Hadith, Ala ukhbirukum bi afdala min darajat as-siyami was-salati was-sadaqa. Soll ich euch nicht etwas zeigen, was besser ist an Stufe, wie das Fasten, das Gebet und das Spenden? Die Sahaba haben gesagt, was ist das, ja Rasulullah? Dann sagte er, Islahu dhatil bayin, dass man zwischen den Menschen Frieden stiftet und dass man zwischen den Streitenden Frieden stiftet. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَ. Denn er sagte, der Streit zwischen den Menschen ist Al-Haliqa. Was bedeutet Al-Haliqa? Es bedeutet die Tat, die rasiert, die guten Taten rasiert, die guten Taten löscht. Das heißt, wenn man miteinander Streit hat, kann es sein, dass dadurch die guten Taten gelöscht werden. Damit das nicht passiert, soll man Frieden stiften, soll man sich vertragen und soll man den Streit beilegen. Weil ganz ehrlich, dieser Streit, den du hast mit diesem Bruder oder dieser Schwester, was bringt dir dieser Streit? Und was hast du verloren, wenn du demjenigen sagst, lass uns vertragen? Was hast du verloren? Deine Ehre, dein Stolz, deine Würde? Nein. Vielmehr bekommst du dafür was? Sadaqa. Und vielmehr ist es eine Tat, die besser ist als Fasten, Gebet und Spende. Wenn du dich mit jemandem verträgst, mit dem du Streit hattest. Deswegen, du verlierst nichts. Du gewinnst nur. Wenn du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester wieder verträgst, dann gewinnst du nur. Du gewinnst an Belohnung, du gewinnst an Ehre und du gewinnst auch an Liebe. Denn stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und möchte sich mit dir vertragen und entschuldigt sich sogar vielleicht bei dir. Und wir reden hier von einem Muslim. Glaube mir, derjenige, mit dem du Streit hast, wenn du zu ihm hingehst und sagst, Bruder oder Schwester, verzeih mir, das, was passiert ist, war falsch, es war vom Shaitan, der Shaitan hat zwischen uns Böses getan, der Shaitan hat uns eingeflüstert, der Shaitan hat uns in die Irre geleitet, verzeih mir, ich möchte mich gerne mit dir vertragen. Wenn das ein vernünftiger Mensch ist, meinst du, dieser Mensch wird dich bloßstellen? Meinst du, dieser Mensch wird dich erniedrigen? Meinst du, dieser Mensch wird dich abweisen? Nein. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Mensch sagt, danke, barakallahu fik, ich habe genauso Fehler gemacht und ich habe genauso Falsches getan. Lass uns miteinander vertragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, afdalus sadaqati islahu dhatil bayn. Die beste Spende ist, dass man Frieden stiftet zwischen den Menschen. Es ist eine Spende und es ist die beste Spende. Und das zeigt uns, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat und dass er auch ein Beispiel und ein Vorbild für uns gewesen ist. Einmal gab es eine Gruppe von Menschen in Quba, die hatten miteinander Streit und haben sich sogar geprügelt. Und es ging sogar so weit, dass sie sich miteinander mit Steinen beworfen haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon mitbekommen. Und dann sagte er, idhabu bina nuslihu bainahum. Kommt, lass uns sofort zu ihnen, damit wir zwischen ihnen Frieden stiften können.
Und nicht wie heute. Wir sehen heute sogar Muslime. Man sieht, wie Leute auf der Straße miteinander streiten, sich prügeln, sich Gewalt antun. Und was macht man? Das Einzige, was man macht, ist, dass man es aufnimmt und dass man daneben steht und zuschaut. Der Muslim hat Zivilcourage. Diese Zivilcourage, von der die Nicht-Muslime mehr reden, der Muslim, ihm wird von seiner Religion gesagt, du musst Zivilcourage haben. Du musst eingreifen. Du musst, wenn du siehst, dass Leute sich streiten, greif sofort ein und halte die Leute auseinander. Und stifte Frieden zwischen den Menschen, auch wenn es Nicht-Muslime sind. Stiftet Frieden zwischen ihnen. Sag ihnen, seid vernünftig, hört auf damit. Das ist falsch, was ihr macht. Streitet euch nicht, schreit euch nicht gegenseitig an. Prügelt euch nicht. Tut euch keine Gewalt an. Das ist vom Islam. Und deswegen, du darfst nicht einfach so zuschauen. Oder noch schlimmer, dass du dein Handy rausholst und aufnimmst. Nein, leg das Handy weg. Schreite sofort ein. Stifte sofort Frieden zwischen den Menschen. Halte sofort die Menschen auseinander. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getan. Indem er sofort dahin gegangen ist und nicht einfach gewartet hat und gesagt hat, ja, sollen die machen, was sie wollen. Nein, er hat sofort reagiert, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso müssen wir sein. Wir müssen sofort reagieren. Und nicht faul sein und unfähig sein und die Leute einfach streiten lassen und die Probleme einfach vermehren lassen. Weil wenn jeder von uns so denkt, ja, soll er machen, was er will und das ist nicht mein Problem, wo landen wir dann? Und was ist mit unserem Islam? Was ist mit unserem Glauben? Wir sagen, dass wir Gläubige sind. Allah SWT sagt, innamal mu'minuna ikhwa, die Gläubigen sind Brüder. Also wenn du ein Gläubiger bist, dann musst du eine Nähe spüren zu deinem muslimischen Bruder. Und diese Nähe verpflichtet dich dazu, dass du ihn auch hilfst, wenn er Streit hat mit jemand anderem. Dass du Frieden stiftest. Dass du reagierst, dass du nicht einfach zuguckst und sagst, das ist nicht mein Problem. Jemand, der sowas sagt, jemand, der sagt, das ist nicht mein Problem und ich halte mich da raus, der ist kein wahrer Muslim. Der ist kein wahrer gläubiger Muslim. Weil zum Muslimsein, zum Gläubigsein gehört, dass man Nähe verspürt und dass die Probleme deines Bruders genauso deine Probleme sind. Und dass der Erfolg deines Bruders genauso dein Erfolg ist. Und dass das Gute bei deinem Bruder genauso bei dir gut ist. Und deswegen gucken wir nicht zu, deswegen zeigen wir Zivilcourage und greifen sofort ein, wenn ein Problem vor unseren Augen liegt. Meine lieben Geschwister im Islam, das Stiften des Friedens zwischen den Muslimen ist so sehr gewollt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar gesagt hat, dass es erlaubt ist in so einem Fall, also das heißt, wenn man Frieden stiftet zwischen Leuten, die Streit haben, dass man sogar lügen darf. Also das heißt, der Bruder hat zum Beispiel mit dem Bruder Streit. Ja, Bruder Ahmed hat mit dem Bruder Muhammad Streit. Dann gehst du zu Bruder Ahmed und sagst, guck mal Bruder, der Muhammad, der bereut das, der ist traurig darüber, was er dir angetan hat, obwohl das gar nicht stimmt, obwohl er das nie gemacht hat. Und er möchte sich mit dir vertragen. Genauso gehst du zu Muhammad und machst genau das Gleiche und sagst ihm, guck mal, der Bruder Ahmed, ihm tut es leid, er möchte gerne mit dir zusammenkommen, er möchte gerne nochmal mit dir befreundet sein und so weiter. Und dann kannst du sie durch so eine Art zusammenbringen, obwohl gar nichts von dem gesagt wurde. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht und uns gelehrt, dass es erlaubt ist in so einem Fall. Und deswegen sagte einer der Salaf, Ibn Babuwayh, er sagte, Inna Allah azza wa jal ahabba al-kadhiba fil islah wa abghada al-sidqa fil fasad. Allah subhanahu wa ta'ala liebt, sagt er, die Lüge, die dazu dient, Frieden zu stiften zwischen den Muslimen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hasst die Wahrheit, wenn sie dazu dient, Schlechtes zu bringen zwischen den Muslimen. Böses und Feindseligkeit unter den Muslimen zu verbreiten. Was für eine Aussage. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er liebt die Lüge, die dazu dient, Frieden zu stiften zwischen den Muslimen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hasst die Wahrheit, die dazu dient, Feindseligkeit unter den Muslimen zu verbreiten. Also diese Aussage ist gewaltig. Darüber muss man ein bisschen nachdenken. Ja? Schaut mal. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Lüge, die dazu dient, Frieden zu stiften zwischen den Muslimen. Deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Lügen in so einer Situation erlaubt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hasst die Wahrheit, die dazu dient, Böses und Schlechtes und Feindseligkeiten zwischen den Muslimen zu verbreiten. Deswegen ist es verboten, Namima zu praktizieren. Was ist Namima? Namima ist die üble Nachrede. Das heißt, du gehst zu dem einen und sagst ihm, der Bruder so und so hat das und das über dich gesagt.
Und dann gehst du zu dem anderen und dann sagst, der Bruder, der hat über dich das und das gesagt. Auch wenn es stimmt. Aber es ist verboten. Warum? Weil es bringt Feindseligkeit und Hass und Groll zwischen den Muslimen. Auch wenn es stimmt, auch wenn es die Wahrheit ist. Zu diesem Thema sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah in einer schönen Aussage, sagt er, فَالصُلْحُ الْجَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ فِيهِ رِضَى اللَّهِ وَرِضَى الْخَصْمَيْنِ. Der beste Weg, Frieden zu stiften zwischen den Muslimen, ist, dass man die Zufriedenheit Allahs dabei beachtet und dass man die Zufriedenheit der Streitenden dabei beachtet. فَهَذَا أَعْدَلُ الصُّلْحِ وَأَحَقُّهُ. Und das ist der beste Weg, Frieden zu stiften. Dass man die Zufriedenheit Allahs dabei beachtet, dass man nicht dabei sündigt und feindselig agiert und irgendwelche Probleme noch macht oder irgendwelche Probleme noch vergrößert, nein. Und man soll auch die Zufriedenheit der beiden Streitenden dabei beachten, dass man nicht den einen über den anderen stellt oder den einen von den beiden das Recht nimmt, nein. Sondern man muss beide Personen, die miteinander Streit haben, respektieren und darauf achten, dass man das macht, was ihnen gut tut. Und dann sagte er, وَهُوَ يُعْتَمَدُ الْعِلْمُ وَالْعَدْلُ. Dieser Weg, Frieden zu stiften, muss Wissen und Gerechtigkeit beinhalten. Das heißt, du musst Wissen haben, wie du mit den Leuten umgehst. Und du musst gerecht sein, während du mit den Leuten sprichst. فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ عَالِمًا بِالْوَقَائِعِ. فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ عَالِمًا بِالْوَقَائِعِ. Deswegen, der Muslih, also derjenige, der Frieden stiften möchte zwischen den Leuten, er muss Wissen haben über die Situation. Er kann nicht einfach kommen und sagen, hey, habt miteinander jetzt keinen Streit mehr und vertragt euch. Er muss wissen, was ist vorgefallen, was haben die überhaupt für ein Problem. Es kann sein, dass der eine den anderen Geld schuldet. Ja? Es kann sein, dass der eine dem anderen ein Recht genommen hat. Das muss alles beachtet werden. Deswegen sagt er, فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ عَالِمًا بِالْوَقَائِعِ عَارِفًا بِالْوَاجِبِ. Also derjenige, der Frieden stiften möchte, er muss auch wissen, was Pflicht ist und was nicht. Was das Recht des einen ist und was nicht. Wenn sie miteinander Streit haben, muss er wissen, ist dieser Streit überhaupt berechtigt oder nicht? Oder muss er ihm wirklich sein Recht zurückgeben oder nicht? قَاسِدًا الْعَدْلِ. Er sagte genauso, man muss, wenn man Frieden stiftet, nochmal, gerecht dabei sein und die Gerechtigkeit erhoffen und erzielen. فَدَرَجَةُ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ السَّائِمِ الْقَائِمِ. Derjenige, der sowas macht, hat eine höhere Stufe verdient als derjenige, der immer betet und immer fastet. Und dazu gibt es noch eine schöne Geschichte, und zwar gab es einen Mann in der Zeit von Umar al-Khattab. Und über diesen Mann wurde gesagt, dass er immer wieder die Khul'a gibt. Also das heißt, wenn die Frau die Scheidung erbittet, gibt er ihr auch dann die Scheidung. Und es wurde halt über ihn einiges erzählt. Und dann kam er zu einem Mann und sagte zu ihm, komm bitte mit und schau dir an, was bei mir zu Hause los ist, damit du weißt, warum die Leute überhaupt über mich reden. Und dann sagt er zu seiner Frau, ich bitte dich bei Allah, verabscheust du mich? Und dann sagte sie, bitte mich nicht bei Allah. Er sagte, ich bitte dich bei Allah. Dann sagte sie, doch, ja, das stimmt, ich verabscheue dich. Und dann sagte er zu dem Mann, hast du gehört, was sie gesagt hat? Das heißt, deswegen gebe ich den Frauen die Khul'a, weil sie mich verabscheuen. Und dann kam er zu Umar al-Khattab und sagte zu ihm und zu den Leuten, die bei ihm gewesen sind, ihr behauptet, dass ich die Frauen zu Unrecht behandle und dass ich sie immer wieder scheide in Form einer Khul'a. Deswegen fragt diesen Mann, der mit mir zu Hause gewesen ist. Und dann hat Umar al-Khattab ihn gefragt und er hat ihn davon berichtet. Und dann ließ Umar al-Khattab die Frau dieses Mannes zu dieser Sitzung kommen. Und dann kam sie. Und dann hat er sie gefragt, bist du etwa diejenige, die zu ihrem Mann sagt, dass sie ihn verabscheut? Dann sagte sie, ja. Aber ich bereue es und ich möchte zurück zu Allah kehren. Dass ich das überhaupt gesagt habe, war ein Fehler von mir und ich möchte Tauba machen. Aber ich muss sagen, er hat mich bei Allah gebeten und hat mich in Bedrängnis gebracht. Und deswegen wollte ich nicht lügen, sondern wollte die Wahrheit sagen. Soll ich denn lügen, sagte sie zu ihm, ja, Amir al-Mu'minin, soll ich ihn etwa anlügen? Das ist so, ich verabscheue ihn. Ja, ich liebe ihn nicht.
Und dann sagte er, Umar Khattab, zu ihr, lüge ihn an, denn wenn eine von euch Frauen einen von uns Männern nicht liebt, dann soll sie ihm das nicht sagen. فَإِنَّ أَقَلَّ الْبُيُوتِ الَّذِي بُنِيَ عَلَى الْحُبِّ. Er sagte, die wenigsten Ehen sind auf Liebe aufgebaut. وَلَكِنَّ النَّاسَ, sagt er, يَتَعَاشَرُونَ بِالْإِسْلَامِ وَالْأَحْسَابِ. Aber die Familien und die Ehen halten zusammen wegen dem Islam und wegen der Familienbande. Deswegen war es auch so früher, dass die meisten Ehen auch gehalten haben, dass es nicht so viele Scheidungen gab. Weil man Geduld miteinander hatte, auch wenn man vielleicht den Ehepartner nicht so sehr geliebt hat. Heute nein, heute, sobald irgendwas Kleines passiert, dann lässt man sich sofort scheiden. Geschweige denn, wenn man das Gefühl hat, dass man den anderen nicht liebt. Deswegen sagte er, ihr sollt lügen, ihr sollt eure Männer anlügen, indem ihr sagt, ich liebe dich und du bist der Beste und du bist gut und so weiter, damit auch die Ehe zusammenhält. Das heißt, ihr stiftet damit Frieden, ihr Frauen. Das heißt, die Frau, die ihrem Mann sagt, ich liebe dich und ich mag dich und du bist der Beste und so weiter, nur um ihre Familie zusammenzuhalten, ihre Ehe intakt zu halten, ist eine gute Frau, die von Allah belohnt wird, denn sie stiftet Frieden. Sie stiftet Frieden zwischen ihr und ihrem Mann. Genauso der Ehemann. Der Ehemann sollte auch Frieden stiften zwischen ihm selber und seiner Frau. Fasulhu khair, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf den Streit zwischen Männern und Frauen, zwischen Ehepartnern. Fasulhu khair. Der Frieden ist am besten. Das heißt, wenn du Streit hast mit deiner Frau, dann versuche diesen Streit auch zu lösen. Entweder alleine, wenn du es aber nicht schaffst, dann hole jemanden Wissenden und Weisen dazu, der dann zwischen euch Frieden stiftet. Und genauso sollten wir auch sein, dass wir zwischen den Ehepartnern, zwischen den Familien Frieden stiften. Wie viele Ehen gibt es, die gescheitert sind, weil keiner sich um sie gekümmert hat? Wie viele Ehen gibt es, die gescheitert sind, weil keiner sich eingemischt hat und weil keiner versucht hat, die Ehepartner zusammenzuhalten? Wie viele, und es ist möglich, es ist oft möglich, wie viele Familien gibt es, die auseinandergegangen sind, weil keiner sich eingemischt hat, weil keiner zwischen ihnen Frieden gestiftet hat? Deswegen sollten wir Frieden stiften zwischen den Ehepartnern, zwischen den Familien, zwischen den Nachbarn, zwischen den Völkern. Du hast da eine Gruppe von Arabern, eine Gruppe von Türken, eine Gruppe von Albanern, eine Gruppe von Bosniern, eine Gruppe von Libanesen, eine Gruppe von Kurden oder Afghanen oder Pakistaner. Und die haben Streit miteinander. Die sagen, ihr seid so und die sagen, ihr seid so. Stifte Frieden zwischen diesen Brüdern. Sag ihnen, Rassismus ist verboten, liebe Brüder. Wir sind eine Umma. Uns trennt nur die Taqwa. Uns trennt keine Nationalität. Wir sind Brüder im Glauben. Innamal mu'minuna ikhwa, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Deswegen, dass wir Frieden stiften zwischen den Ehepartnern nochmal, zwischen den Familien, zwischen den Völkern, zwischen den Nachbarn. Es kommt oft vor, dass Nachbarn miteinander Streit haben. Und sei nicht derjenige, der diesen Streit nochmal vergrößert, indem er nochmal lästert, indem er nochmal üble Nachrede praktiziert und indem er sich auf die eine Seite stellt. Stell dich nicht auf eine Seite. Wenn zwei Personen miteinander Streit haben, stell dich nicht auf eine Seite. Sei neutral. Sei nicht parteiisch. Wir haben kein Parteiischsein im Islam. Sei nicht parteiisch. Sei frei und stell dich nicht auf die Seite von einem von den Streitenden, weil die haben miteinander Streit. Beide haben miteinander Streit. Es geht sich nicht darum, dass der eine den anderen Unrecht getan hat. Ja, wenn eine Person einer anderen Person Unrecht getan hat, dann stellst du dich auf die Seite desjenigen, dem Unrecht getan wurde. Ja, aber wenn zwei Personen miteinander Streit haben, beide Streit haben, der eine dem anderen Unrecht getan hat und der andere dem einen auch, dann stell dich nicht auf eine Seite, sondern halte dich zurück und stifte Frieden zwischen den beiden. Das ist die Regel zum Thema Frieden stiften und das gehört zum Charakter eines Muslims, wie gesagt, dass er nicht einfach so dasteht, sondern dass er Zivilcourage hat und dass er sich einmischt im Guten und dass er Frieden stiftet und dass er die Menschen, die Muslime zusammenhält, so wie Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Fa'aslihu bayna akhawaykum, stiftet Frieden zwischen euren Brüdern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Frieden zwischen den Muslimen bringen und uns zu Brüdern machen, zu einer Gemeinschaft machen. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهد